Hast du schon mal gesehen, wie die Leute in der Kirche spenden? Was denkst du, wie ist das seiner Zeit gelaufen, zu Jesus seiner Zeit? Jesus ist im Tempel gehockt und hat den Leuten zugeschaut, wie sie ihr Geld in die Töpfe gerührt haben. Heute haben wir einen Tag, wo es viele Leute gab im Tempel, die gespendet haben. In Jerusalem hat es viele reiche Leute gegeben, die in schönen Häusern gewohnt haben, teure Kleider angehaben und immer genug zu essen auf dem Tisch. Wenn die Leute für ihre schönen Häuser, die teuren Kleider und ihr vielen Essen gezahlt haben, haben sie das, was sie vorher gebracht haben, am Schluss noch in den Tempel gebracht. Wenn sie in den Tempel gegangen sind, haben sie immer ihr schönstes Sonntagskleid angelegt. Und sie sind immer dann in den Tempel gegangen, wenn es ganz viele Leute dort hatten. Wenn sie das Gefühl hatten, dass ihnen jetzt ganz viele Leute zuschauen, haben sie angefangen, ihr Geld ins Spendenkessel reinzurühren. Sie haben gehofft, dass die anderen Leute dann flüstern: Schau mal, wie viel Geld die Person gibt. Das ist aber ein grosszügiger Mensch. Doch Jesus, er hat gewusst, dass die Leute nur das gebracht haben, was sie vorher haben. Sie haben auf nichts müssen verzichten. Sie haben noch genug zu essen gehabt. Sie haben in ihren schönen Häusern gewohnt und ihre teuren Kleider haben sie auch immer noch gehabt. Dann hat Jesus eine Frau gesehen beim Spendenkessel. Er hat gewusst, dass ihr Mann gestorben ist und dass sie eine Witwe ist. Häufig hat sie nicht genug zu essen gehabt. Die Frau hat links und rechts geschaut, dass ja niemand ihrer zuschaut beim Geld hineinrühren. Sie war traurig gewesen, weil sie hat nur sehr wenig Geld können spenden. Wo sie gedacht hat, dass niemand sie sieht, hat sie das Geld reingerührt und ist schnell weggelaufen. Aber Jesus hat es gesehen. Er hat die zwei kleinen Münzen gesehen, wo die Frau reingerührt hat. Und da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Die arme Witwe hat viel mehr gegeben als alle anderen. Sie hat alles gegeben, was sie gehabt hat. Und die Witwe gehört hat, was Jesus gesagt hat, haben sich ihre Augen mit Freudentränen gefüllt. Sie hat kein Geld mehr gehabt, um Brot zum Nacht zu kaufen. Aber sie war glücklich gewesen, weil sie Gott hat können etwas geben. Auch wenn es nur eine ganz kleine Spende war, hat sie mehr gegeben als alle anderen. Weil sie hat von Herzen gegeben und aus voller Liebe für Gott.